Das Springfree Trampolin hat einen stolzen Preis, ist dafür aber auch derzeit das innovativste auf dem Markt. Im letzten Gartentrampolintest von Stiftung Warentest 2019 schnitt das Trampolin mit einer Note von 1,6 am besten ab. Auf diesem Gerät machte das Hüpfen am meisten Spaß. Zudem war es auch noch das sicherste Trampolin im Test. Der Grund: Statt mit herkömmlichen Stahlfedern wird die Sprungmatte mit Fiberglasstangen gefedert, die samt Rahmen komplett unter der Sprungmatte liegen. Euer Kind kann die Sprungfläche so maximal nutzen und dabei nicht auf den harten Rahmen fallen. Die Lage des Rahmens verringert zudem den Durchmesser des Trampolins, sodass ihr Platz im Garten spart. Zusätzliche Sicherheit verspricht der weiche Soft-Edge-Rand mit einer 30-mal besseren Dämpfleistung als herkömmliche Polsterungen. Mit all diesen Features ist das Springfree-Trampolin allerdings auch das teuerste im Test. Je nachdem, ob es sich um das kompakte R54-Modell, um das O77 oder um das Modell R79 handelt, welches bei Stiftung Warentest getestet wurde, ist das Trampolin sowohl in runder als auch in ovaler und rechteckiger Form erhältlich. Der Testsieger Springfree Medium Round R79 auf einen Blick. Wer bereit ist, den hohen Preis zu zahlen, wird nicht enttäuscht. Die Meinungen im Netz sind einstimmig: Das Springfree-Trampolin ist hochwertig, langlebig und bietet durch seine besondere Bauweise die höchstmögliche Sicherheit für Kinder. Auch nach Jahren im Garten zeigt es keinerlei Abnutzungserscheinungen. Für den Aufbau braucht es jedoch mindestens zwei Personen. Wenn es um Sport, Spiel- und Freizeitartikel für draußen geht, ist Hudora einer der Marktführer. Ob Inlineskates oder Kinderroller, der Hersteller ist regelmäßig Testsieger. So auch im letzten Trampolintest von Stiftung Warentest. Das Hudora Fantastic Garten Trampolin landete mit einem Testurteil von 1,8 direkt hinter dem Springfree Trampolin, ist im Vergleich jedoch viel günstiger und mit dem herkömmlichen Federungssystem ausgestattet. Von allen Trampolinen mit Stahlfedern ist es laut letztem Test aktuell das Beste. Das Besondere am Hudora Fantastic ist seine extra breite und dicke Randabdeckung aus reißfestem, nylonverstärktem Material. Sowie die Konstruktion des Fangzauns, die durch den großen Abstand zu den Stangen mehr Sicherheit bietet. Das sagen Eltern: Hudora bietet gewohnte Top-Qualität. Das Gerät ist leicht aufzubauen, hochwertig verarbeitet und macht Kindern großen Spaß. Einziger Kritikpunkt in den Bewertungen im Netz ist die Randabdeckung, die sich bei Regen so vollsaugt, dass sie Tage braucht, um wieder zu trocknen. Das Ultrasport Gartentrampolin Jumper gehört zu den beliebtesten Trampolinen im Netz. Es ist in verschiedenen Farben und in den Größen 180 bis 430 cm erhältlich. So findet ihr auch für einen kleinen Garten das passende Modell. Auch in Bezug auf das Federungssystem habt ihr eine Wahl. So kommt die Deluxe-Variante ohne quietschende Metallsprungfedern und dafür mit einem elastischen, weichen Seilsystem am Rand daher. Eine weiche Randabdeckung, ein Rundumsicherheitsnetz sowie alles, was für den Aufbau benötigt wird, sind bei allen Modellen im Lieferumfang inklusive. Das sagen Eltern. Eltern loben vor allem das bunte Design des Ultrasport-Trampolins, das sich von der Konkurrenz abhebt, und beschreiben das Gerät auch sonst als solide. Bei den letzten Kundenrezensionen im Amazon-Shop gibt es jedoch Unmut über die langwierige Montage und die Haltbarkeit des Trampolins, dessen Bauteile nach längerer Nutzung in der Qualität nachlassen. Bei über 8000 Kundenrezensionen fällt die Bewertung insgesamt dennoch positiv aus. Das Kesser Trampolin bringt wie alle anderen Gartentrampoline in unserem Vergleich geprüfte Sicherheit und Sprungvergnügen für die ganze Familie mit. Darüber hinaus punktet es mit schickem Design und einem Komplettset mit allem Zubehör. Dazu gehören neben dem Sicherheitsnetz, gepolsterten Netzstangen und einer weichen Rahmenabdeckung auch eine Regenabdeckung und eine Einstiegsleiter, die bei vielen Trampolinen extra dazu gekauft werden muss. Das Kesser Trampolin ist in vier Größen von 244 bis 427 cm erhältlich und hat wegen seinem robusten, 38 mm dicken Rahmen eine hohe Belastbarkeit von 150 kg. Das Kesser Trampolin auf einen Blick. Das Kesser Trampolin ist gut verarbeitet, belastbar und bringt alles mit, was es zum sicheren Trampolinspringen braucht, inklusive einer Regenabdeckung,
die das Trampolin bei schlechtem Wetter schont. Insofern sind die Meinungen zu diesem Trampolin überwiegend positiv. Mehrere Nutzer kritisieren jedoch die verwirrende Anleitung und die schwierige Montage, für die es mindestens 3 Personen bedarf. Orthopäden und Kinderärzte empfehlen das Trampolinspringen erst für Kinder ab 6 Jahren. Denn die ganz Kleinen bringen oft noch nicht die Koordinationsfähigkeiten mit, die es braucht, um meterhohe Sprünge zu bewältigen. Doch je kleiner das Trampolin, desto geringer die Sprungkraft und desto sicherer ist das Springen für Kleinkinder. Das Six Bro Six Jump Mini Trampolin ist mit 137 cm das kleinste im Test und hat damit eine gute Größe für kleine Trampolineinsteiger. Im durch das Sicherheitsnetz und die Randabdeckung geschützten Sprungbereich können Kinder ab 3 Jahren sich nach Lust und Laune austoben und das Springen üben, ohne dabei gleich zu hoch hinauszufliegen. Dazu nimmt das Mini-Trampolin nur wenig Platz im Garten ein. Nachteilig an einem so kleinen Gartentrampolin ist, dass euer Kind schnell herauswachsen wird. Wenn dann wieder ein Six Bros Trampolin sein soll, gibt es von der Marke auch preiswerte größere Modelle ab 185 cm aufwärts. Wer einen kleinen Garten und ein kleines Kind hat, findet mit diesem Trampolin ein Modell mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die niedrige Rahmenhöhe und das feste Sprungtuch ist es ideal auf die Sicherheit von Kleinkindern zugeschnitten. Mit einer Ausnahme, weil es insgesamt recht leicht ist, ist es nicht hundertprozentig kippsicher. Schmeißen sich die Kleinen gegen das Netz, kann das Trampolin schon mal etwas ankippen. Eine Bodenverankerung als zusätzliche Sicherung wäre deshalb zu empfehlen. Mit dem Kinetic Sports Bungee Safety Elite Trampolin hat sich Kinetic Sports ein Beispiel an dem innovativen Springfree Trampolin genommen und ebenfalls ein Modell auf den Markt gebracht, welches ohne Stahlfedern auskommt. Dass dieses im Vergleich so viel günstiger ist, erklärt sich mit der doch recht unterschiedlichen Bauweise. Zwar kommen auch beim Kinetic Trampolin Fiberglasstangen zum Einsatz, doch nur für den Halt des Sicherheitsnetzes. Das robuste Material bietet an dieser Stelle mehr Flexibilität und Sicherheit, weil es sich auch bei starkem Wind nicht verformt. Die Sprungmatte wird aber wie bei allen herkömmlichen Trampolinen von einem gepolsterten Stahlrahmen umrandet. Der Unterschied hier ist, dass für die Federung statt Stahlfedern elastische Seile zum Einsatz kommen. Diese sind leiser, weicher und bieten eine bessere Sprungkraft als Stahlfedern. Vor allem, da die Sprungfläche mit einer neuen Airmax-Technologie ausgestattet ist, die weniger Luftwiderstand leistet. Das Kinetic Sports Bungee Safety Elite Trampolin auf einen Blick. Dass dieses Kinetic Gartentrampolin relativ neu auf dem Markt ist, hat es noch nicht so viele Bewertungen im Netz. Diejenigen, die das Trampolin bereits im Test hatten, sind begeistert. Ohne Federn sind die Sprünge höher und gleichzeitig gelenkschonender. Es quietscht und knarzt nicht und sieht dazu noch cool aus. Der Aufbau kann jedoch Schwierigkeiten bereiten. Mit einem soliden Testurteil von 2,0 gehörte auch das Salta Comfort Edition Trampolin zu den besten im letzten Test von Stiftung Warentest. Hier schnitt es vor allem in den Kategorien Sicherheit, Verarbeitung und Schadstoffe sehr gut ab. So ist der galvanisierte, schwarzglänzend pulverbeschichtete Stahlrahmen des Trampolins 38x1,35 cm dick und damit besonders robust. Ein breiter, wasserabweisender Schutzrand sorgt dafür, dass euer Sprössling möglichst weich und trocken landet. Und das engmaschige, UV-beständige Sicherheitsnetz fängt euer Kind bei Wind und Wetter zuverlässig ab. Für höhere Sprünge und schonende Landungen sorgen währenddessen die doppelt konischen Sprungfedern mit ihrer optimalen Rückfederung. Das Salta Trampolin ist hochwertig verarbeitet und macht einen sehr sicheren Eindruck. Für den Preis entspricht es voll und ganz den Erwartungen. Ihr habt kleine Springprofis zu Hause, die für ihre Kunststücke mehr Platz auf der Sprungmatte brauchen? Das hochwertige North Trampoline Pioneer ist neben dem Springfree Trampolin das einzige in unserem Vergleich, das auch in ovaler Form erhältlich ist und so eine größere Sprungfläche bietet. Mit einem möglichen Durchmesser von 500 cm ist es zugleich das größte Gartentrampolin im Test. Mit seiner leichtgängigen und weichen Federung, dem stabilen Randpolster und dem gewölbten Sicherheitsnetz erfüllt es beim Springen auf der großen Fläche die höchsten Sicherheitsansprüche.
Davon zeugt auch das TÜV-GS-Siegel. Wer nach einem rechteckigen Trampolin sucht, findet mit dem North Trampoline Explorer ein hochwertiges Modell mit viel Platz für gewagte Luftsprünge. Das North Trampoline Pioneer Gartentrampolin auf einen Blick. Das sagen Eltern, das North Trampoline Pioneer hält, was es verspricht, sieht stylisch aus und bietet den Kids großes Springvergnügen. Allerdings kritisieren Eltern den mangelnden Service des Herstellers. So ist zum Beispiel keine Aufbauanleitung enthalten und muss im Internet herausgesucht werden. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.